Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich habe schnell die Waffen verbessert zwischen den Aufnahmen. Habe jetzt die Großachs genommen. Ich fühle mich gut. Und was Zeit. Der verstummte Heilige, natürlich. Es ist ein Pferd. Das mag ich überhaupt nicht. What? Was war das denn jetzt? Okay. Locken? Okay. Ich habe jetzt meine Lebensleiste nicht mehr im Kopf, aber ich dachte, ich war full life. Und diesen One-Shot zu blocken. Ach. Ja, natürlich. Mache ich doch gerne. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Genau, wo ich, mein Gott. Die Waffen abgegradet habe. Habe ich noch ein bisschen gequatscht da drinnen in diesem Hub, kam aber nicht wirklich was bei raus. Der eine Typ hat mir bloß eine Schlüssel gegeben für irgendein Gebiet, hat aber auch nicht viel dazu gesagt und die andere hat auch nichts Wichtiges gesagt. Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, eigentlich blöd, hätte ich am besten aufnehmen sollen. Tut mir leid, das nächste Mal nehme ich das einfach mit auf. Wen hab ich denn jetzt hier als Freund? Okay, hat mich getroffen. Dachte, ich kann das outrunnen. Das ist wieder Pferdchen. Nö. Nehmen wir jetzt aber eine Heilung. Nochmal Pferdchen. Okay, hier renne ich jetzt mal. Gott, ist das Gebiet groß. Verdammt groß von dem Angriff. Kommst du auch mal wieder runter von dem Pärtchen, oder machst du das jetzt den ganzen Tag? Du kommst wieder runter. Hätte ich vielleicht zwei Angriffe machen können. Ich
Warum ich was, dass der immer verschwindet. Ich finde nicht. Das ist ein One-Shot. Krass. Wo man das bringen soll? Ich muss mich heilen. Kurz Leben zurückholen. Nochmal schlagen. Und er ist wieder weg. Oh, das ist neu. Sein Speer ist größer geworden. Oh, oh. Das ist neu. Ich wollte dodgen. Bin ich eigentlich gedodged? Aber gut. Zurückgedodged? Vielleicht? Maybe? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich diese Großaxt wirklich gut finde. Aber im Endeffekt jetzt nicht viel verschwendet. Ich glaube, einen größeren Aufwertungsbrocken. Also, nichts Wildes. Und die bisschen Kraft, die ich von den Schädeln noch genommen habe. Die ich in der letzten Folge gefunden habe. Bleib mal in den Schwertern. Und wir nehmen dich mal. Damarosa. Da ist eine Reisende. Vielleicht bringt das seine Questline weiter. Ich weiß es halt null. Bei Dark Souls war es auf jeden Fall so, dass du NPCs beschwören musstest. In den Bosskämpfen. Aber ob es bei jedem Teil war, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Auf jeden Fall war da mal was, ja. Just remember, in the end, you're better off alone. Ich sehe nix. Also Boss ist bis jetzt eigentlich ganz cool. Was mich nervt, die Abgehauer. Aber ansonsten ist er ganz cool. Fällt mir. Ich bin durchgedutscht. Mitnehmen. Dürfte nichts sein. Und wieder weg. Ich wette, man kann diese Pferdphase bestimmt in der anderen Welt beenden. Indem man zum richtigen Zeitpunkt diese blauen Dinger explodieren lässt. Das war dumm. Also die hier. Stimmt.
Das ist jetzt blöd. Ich will das Schwert eigentlich nicht ablegen. Aber ein Schild vielleicht? Weiß es nicht. Oder gehe ich jetzt davon aus, dass die Rüstung das jetzt schafft? Nee. Wir spielen safe. Wir machen Tank. Da dauert es halt natürlich auch länger jetzt. Naja, mal gucken. Vielleicht kann ich die Phase ja... Wobei der Angriff... Jedes Mal blocken, da fresse ich halt so viel Heilung. Die Schaden mache ich jetzt hier gerade auch nicht. Ja, gut, es geht. Okay. Laufen. Du, viele Effekte. Wow. Tiltet mit der Phase mein NPC. Weil... Ja... Gut, gerade ist er gedodged. Ja, einen ziemlich mächtigen Hammer. Das war ein gefährlicher Angriff. Heilen. Böse Kombi.
Komm schon. Durch den Effekt noch durchgeschlagen. Nein, nein. Jetzt hättest du noch fast verkackt, ey. Boah. Überreste Samen und Umbralreste. Aber cooler Boss. Ja, cooler Boss. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt wieder das Standard-Outfit. Und ich will die Axt benutzen. Ich will einfach. Blumfeld, sind das hier viele? Ja, wir nehmen sie mit. Dann müssen wir ja bestimmt da hinten rein. Cooler, echt cooler Boss. Ich denke mal, das ist so der Endboss von dem Gebiet. War gut? Ja, gut. Ja, gefiel mir. Dedication to our cause be remembered evermore. Okay. Kehren wir wieder zurück. Interagieren. Löter das Leuchtfeuer.